Hey ho Leute, was geht ab? Ich bin mal wieder hier mit einem kleinen Update. Ich habe extra abgewartet, bis ich keine GT-Folgen mehr habe. Eigentlich wollte ich Mittwoch schon was machen. Ja, aber ihr kennt das ja leider keine Zeit. Und auch jetzt, ich habe es schon wieder vergessen, dass es eigentlich heute kommen sollte, deswegen eben kurz zwischen die Arbeit geschoben hier dieses Update. Deswegen schneide ich hier nicht weiter dran rum, das kriegt ihr so eins zu eins, egal was ich jetzt zwischendrin erzähle. Und ich wollte natürlich damit anfangen, dass ich einmal kurz erkläre, was da jetzt in den letzten Tagen bzw. vor genau einer Woche los war mit dem Mumble-Server. Eigentlich sollten es alle wissen, denn so ziemlich alle, die sonst auf dem Mumble waren, haben auf den Ersatz-Mumble gefunden. Nichtsdestotrotz möchte ich das mal eben kurz ansprechen, steht natürlich auch im Forum. So. Zum 1.7. ist mein Server bei 1 und 1 ausgelaufen. Der lief über das Campus Code-Programm. Und mir war bewusst, dass der gekündigt wurde. Für 1 in 1 hat sich das wohl nicht gelohnt, deswegen wurden die Server gekündigt. Nur hatte ich mir leider gemerkt zum 31.7., nicht zum 1.7. Von daher saßen wir dann auf einmal am 1.7. hier ohne Server. Nicht so gut. Natürlich habe ich ein Backup. Bloß diesen Backup stelle ich zurzeit dem Praxisprojekt zur Verfügung, sodass wir da halt auch mal wichtige Dinge fürs Projekt besprechen können. Da konnte man also auch nicht so einfach drauf. Da hatte ich verschiedene Möglichkeiten. Was können wir machen? Habe mich dann dazu entschieden, auf dem Praxisprojekt-Server noch einen Mumble-Server zu hosten unter einem anderen Port. Das heißt also, wenn ihr jetzt auf den Trovto-Mumble-Server kommen wollt, dann ist es im Moment mumble.sieg-durch-niederlage.de. Als Domain und als Port 64737. In Zukunft wird sich das natürlich wieder ändern. Da werde ich dann einen neuen Mumble-Server bereitstellen. Mal schauen, wie genau wir das dann abwickeln. Leider gab es da im Forum noch keinerlei Resonanz. Ich würde zum einen das Ganze gerne crowdfunden jetzt, damit ich nicht die Arbeit und die Kosten dafür habe. Zum anderen bietet sich natürlich an, direkt einen etwas potenteren Server zu nehmen, wo man auch mal einen Game-Server drauf lassen könnte. Man könnte zum Beispiel drauf laufen lassen Urban Terror. Dafür muss er nicht mal allzu potent sein, aber wer weiß, wie viel Urban Terror HD dann braucht, wenn man da einen Server laufen lassen will. Man könnte zum Beispiel drauf laufen lassen, meine Fresse, Obey. Sofern es da endlich wieder eine ordentliche Server-Variante für Linux gibt. Man könnte drauf laufen lassen, was weiß ich, glaube Counter-Strike zum Beispiel könnte man auch über einen Linux-Server laufen lassen. Was nicht gehen würde, wäre zum Beispiel Battlefield. Battlefield-Server kann man nicht einfach so selbst hosten. Von daher überlegt euch irgendwelche Server, die ihr gerne gehostet sehen würdet. Überlegt euch, wie viel euch das wert wäre, generell, auch unabhängig davon, was gehostet wird. Natürlich müsste man dann auch überlegen, wie man das macht, so von wegen Finanzierung. Und kauft man sich mit Finanzierung ein gewisses Stimmrecht dazu, was für Server da laufen? Was ich auf jeden Fall sagen kann, mit Finanzierung kauft man sich kein Stimmrecht für Mumble-Admin-Rechte. Das hatte ich früher mal beim PwC-Clan und das ist super schief gegangen. Nie wieder. Naja, keine Ahnung. Wie gesagt. Das zu dem Thema. Nächstes Thema ist natürlich, Gran Turismo-Folgen sind im Moment vorbei. Was habe ich da noch zu tun? Ich habe den Vettel noch zu schlagen. Habe ich jetzt aktuell eh keine Zeit zu und auch keine Lust. Aber diesmal kommt die Ankündigung fürs Community-Rennen früh genug, dass ihr euch alle vorbereiten könnt und mich noch mehr platt machen könnt. Das nächste Community-Rennen. Und ja, es tut mir leid, dass wir wirklich allerhöchstens einen Rhythmus von 2 Monaten im Moment hinkriegen. Ich selbst würde mir auch einen etwas kürzeren Abstand zwischen Community-Rennen wünschen. Das nächste Community-Rennen ist am 23. bzw. 24.7. an beiden Tagen an diesem Wochenende. Und zwar jeweils so 4 Stunden lang. Nicht wirklich länger. Ich dachte mir lieber mal zweimal kürzere Termine. Passt ja auch mal ganz gut. Und zwar, damit die Leute können, dachte ich mir, samstags fangen wir mal so am frühen Abend an, so um 6 rum. Da sollten viele können, wenn man abends weg will, sollte das auch noch hinhauen. Und sonntags fangen wir um 3 an. So.
Aber was fahren wir denn? Wir fahren GT3, ungetuned. Bisher sind mir noch keine Einschränkungen bekannt, die ich euch weiterleiten kann. Wenn ich jetzt natürlich vorher GT3 irgendwie noch testen sollte, was ich nicht glaube. Oder aber wenn mir auch am Samstag was auffällt, dass irgendein Wagen viel zu krass ist, dann kann das sein, dass für Sonntag noch irgendwelche Einschränkungen greifen. Dass vielleicht dieser oder jener Wagen ein bisschen Leistung wegnehmen muss. Ja, also GT3, ungetuned, 23. 24. sind die Termine. Ich hoffe, einige, viele Leute werden erscheinen. Ich meine, unter jedem Video der letzten Woche wurde gefragt, wann mal wieder Community-Rennen ist. Also müssten eigentlich ziemlich viele Leute da sein. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze wird. Gut. Von mir wird es in nächster Zeit ansonsten keine Ahnung was geben. Ja, ich kann es euch echt nicht sagen, ja. Aktuell bin ich durch die Arbeit am Praxisprojekt so ausgelastet, dass ich eh kaum spiele. Wenn ich spiele, dann nehme ich nicht auf. Ich könnte mir gut vorstellen, Tabletop Simulator zu machen. Dazu ein paar Runden Secret Hitler aufnehmen. Tolles Spiel. Ich könnte mir vorstellen, zu VR-Sachen was zu machen, bloß leider ist halt mein PC nicht so ganz in der Lage, gleichzeitig die Brille zu befeuern und auch noch die Bildschirmausgabe und dann auch noch aufzunehmen in Qualität, die mir ausreichen würde. Also das würde ich eher beschränken, bis ich da irgendwie eine potentere Grafikkarte, / einen potenteren PC habe. Ja. Ja, wenn ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt, haut raus. Vielleicht kann ich dem nachkommen, wenn ich Bock drauf habe, vielleicht auch nicht. Rocket League wäre zum Beispiel eine Sache, die würde tendenziell auch immer wieder mal gehen, wenn ihr es denn fordert. Tja, das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin mir sicher, ich habe Sachen vergessen. Das reiche ich dann in einem anderen Update oder im Forum nach. Wer jetzt schon wieder vergessen hat, wann die Community-Rennen-Termine sind, der gucke im Forum. Ansonsten, ciao, bis dann. Ich bin raus.